meine Lieben, ich melde mich heute wieder aus meinem Wohnzimmer und ich hoffe, Mr. Mümmels verhält sich ruhig. Ja, ich habe kein Stativ, deswegen könnte es sein, dass ich so ein bisschen schwanke oder dass mein Arm so ein bisschen schwankt. Ich hatte schon auf Instagram gepostet und zwar war der Rubinio schon wieder ein bisschen am Lahm. Also es war gar nicht so schlimm, also es war jetzt nicht so, dass mir andere gesagt haben so, oh, dein Pferd ist aber lahm. Nee, es war eher so, dass ich gesagt habe, ach ja, irgendwie läuft er nicht so ganz rund und ich habe das Gefühl, es geht ihm nicht so gut. Und ganz viele andere haben gesagt so, nee, läuft aber klar. Ja, also es war halt wirklich eher so ein Lahmheit erfühlen statt Lahmheit sehen. Naja, auf jeden Fall sind wir dann in die Klinik gefahren, weil wir da ja halt schon seit 12 Jahren hinfahren. Wir sind unter anderem halt auch noch zum Zähnemachen hingefahren, also Lahmheitskontrolle und Zähnemachen war, Tagesordnung, sag ich mal. Und ja, die Fahrt dahin war echt unkompliziert. Ich habe das erste Mal mit meinem Freund verladen und er hat auch vorher noch nie ein Pferd verladen. Hat er das gut gemacht? Doch, nehme ich gerne wieder mit. Ja, und dort angekommen konnten wir eben auch zum Glück sofort abladen und waren sofort dran. Bei der Lahmheit wurde eine Beugeprobe gemacht und da hat man dann wohl auch deutlicher gesehen, dass er nicht ganz klar geht. Weil eben in der Klinik auch bekannt war, dass er mit dem hinteren Gelenk Probleme hatte, mit dem hinteren Fesselkopf. Ja, war halt auch relativ klar, was es ist oder was geröntgt werden sollte. Und das war es dann auch. Wir haben das Gelenk geröntgen lassen. Und da wurde eben festgestellt, dass es eine leichte Entzündung gibt oder dass eine leichte Entzündung vorliegt. Und daraufhin wurde er halt behandelt. Er hat Entzündungshemmer bekommen und Schmerzmittel. Genau, und sollte halt jetzt 2 Wochen Schritt geritten werden, 30 Minuten lang. Eine Woche haben wir schon rum, ging ganz gut. Wir waren jeden Tag im Gelände, weil das Wetter so gut war. Es hat ganz gut gepasst. Und die 2. Woche haben wir jetzt halt noch vor uns, aber ich bin da ganz entspannt. Rubinio ist auch immer ganz entspannt. Deswegen ist nur Schritt rein für uns jetzt nicht so schlimm. Genau, und Zähne wurden geraspelt. Da waren halt Haken drauf, ganz normal. Wir waren auch jetzt auch ein Jahr nicht da. Wir machen es immer so einmal im Jahr. Zähne kontrollieren und Zähne raspeln. Die Zähne waren dran und was wir da auch gesehen haben, war, dass er eine Entzündung am Hengstzahn hatte oder hatte. Ja, und da sagte der Tierarzt halt, dass wir das auch besser röntgen sollten, um auszuschließen, dass die Entzündung vielleicht von der Wurzel von einem der Schneidezähne kommt, weil das dann nämlich bedeuten könnte, dass man die Schneidezähne ziehen muss. Da ist mir ganz kurz ein bisschen schwindelig geworden, weil so alt ist er ja noch nicht und ich finde immer, wenn Pferde Zähne verlieren, dann ist das wie bei Menschen, dann sind die so richtig alt und so richtig alt ist er ja nicht. Ja, zum Glück war es aber nicht irgendeine Wurzel von irgendeinem Schneidezahn, sondern wirklich der Hengstzahn. Wie er das genau gemacht hat, keine Ahnung. Aber da war halt eben auch der Zahnstein relativ, weit fortgeschritten, relativ viel, häufig, keine Ahnung, dick. Und der Tierarzt sagte halt, dass es auch schon mal daher kommen könnte, dass der Zahnstein dann eben irgendwie ins Zahnfleisch rubbelt, reibt. Und das reicht dann halt auch schon für eine Entzündung. Mr. Mümmels springt hier gerade rum. Deswegen bin ich ein bisschen abgelenkt. Der ist so süß. Das reicht dann manchmal schon für eine Entzündung. Und daher kam das halt. Ja, ich sollte mindestens 5 Tage nur gebisslos reiten. Oder, ja doch, gebisslos reiten. Ich habe eine Antenne. Das habe ich auch gemacht. Ich war mit dem Glücksrad unterwegs. Das klappt ja immer ganz gut mit Rubinio. Der macht das ja alles ganz brav mit. Foxy hat sich auch gefreut. Ne? Jeden Tag schön ausreiten. Da heißt für sie auch jeden Tag schön mitlaufen. Das macht sie ja so gerne. Genau, ansonsten... Ja, was heißt das nun für unsere Turniersaison? Ich hatte eigentlich noch 3 oder 4 Turniere genannt. Und am 11.11. ist eben wirklich dann Turniersaisonende geplant gewesen. Dort habe ich eigentlich einen kombinierten Wettbewerb genannt, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich den nicht reiten werde. Einfach, weil Rubinio noch nicht wieder springen muss, wenn er gerade erst so leichte Entzündung hatte. Vielleicht reite ich da eine E-Dressur, ich bin mir noch nicht so richtig sicher. Ich habe schon noch Bock zu reiten, ich habe also schon noch echt Bock Turnier zu reiten dieses Jahr. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, aber 3 Turniere habe ich auf jeden Fall jetzt in den Sand gesetzt. Oder in den Sand setzen müssen, leider. Aber Gesundheit geht auf jeden Fall vor, ne? Ich wäre jetzt auch, wäre ich nicht beim Tierarzt gewesen, wäre ich trotzdem nicht geritten, weil ich ja das Gefühl hatte, dass irgendwas nicht stimmt. Und da muss ich eben dann als Reiter zurückstecken und sagen, es geht ums Wohl des Pferdes und da wird eben nicht Turnier geritten. Er hat ja auch die ganze Saison schon echt super mitgearbeitet und ja, wir könnten jetzt auch Feierabend machen, aber ich würde so gerne noch.
Mal schauen, wie es bei uns so weitergeht. Erstmal bin ich froh, dass wir wieder normal, also wenn wir wieder normal reiten können und dass es in Anführungsstrichen nur 2 Wochen waren und nicht wieder ein Dreivierteljahr oder so. Ja, so ist es erstmal bei uns. Genau, das ist so das Live-Update von Robinho, das Kranken-Live-Update. Ja, genau, ansonsten, nö, ansonsten geht's uns gut. Der Sattler war auch da in der Woche, wo wir am Tierarzt waren, hat meinen Dressursattel angepasst und den Vielseitigkeitssattel kontrolliert. Ja, Robinho hat auch neue Füße bekommen und ich freue mich eigentlich voll darauf, jetzt starten zu können, weil ich schon einmal im Dressursattel saß, auf dem Ausritt. Und er hat sich ganz anders angefühlt, viel besser. Also wäre ja schlecht, wenn er sich schlechter anfühlt. Aber er hat sich viel besser angefühlt und ich freue mich jetzt total, das endlich mal so richtig ausprobieren zu können und zu gucken zu können, wie Robinho jetzt mit der anderen Polsterung läuft. Also ne, wie er läuft, wenn er natürlich so umgepolstert ist, das wollte ich sagen. Genau, also ich freue mich auf jeden Fall und bin gespannt und hadere noch mit mir, was das letzte Turnier der Saison angeht. Ich halte euch auf dem Laufenden, wahrscheinlich aber eher bei Instagram. Genau. Und ansonsten würde ich erstmal sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche. Bis dann!